Hallo liebe Blade Runner, in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr den Browser Firefox aus den offiziellen Paketquellen von Mozilla installieren könnt. Wahrscheinlich nutzt ihr bisher Firefox über den regulären Weg, das heißt aus den Paketquellen deiner Distribution oder wenn du zum Beispiel Ubuntu verwendest, wahrscheinlich im Snap-Format. Seit einiger Zeit bietet Mozilla jedoch Firefox-Pakete für Debian-basierte Systeme an. Und es ist ratsam, diese zu verwenden, weil dort bekommst du immer die neueste Version des Browsers und erhältst die direkt vom Hersteller. Ich möchte euch jetzt zeigen, wie ihr den Firefox auf eurem Debian-basierten System aus den offiziellen Repositories installieren könnt. Und das gilt nicht nur für meine Distribution SpaceFun, sondern auch für alle Debian-basierte Systeme, wie zum Beispiel Ubuntu, MX Linux, Linux Mint und vielen weiteren. Als erstes möchten wir dazu einmal die Webseite aufrufen, die Mozilla für uns vorbereitet hat und dort die Anleitung zur Installation beschreibt. Den Link packe ich euch natürlich auch unterhalb dieses Videos in die Videobeschreibung mit rein. Hier seht ihr in diesem Punkt Install Firefox Dev Package for Debian Based Distributions. Im ersten Schritt, hier im Punkt 1, wird als allererstes mal ein Verzeichnis erstellt. Dazu wird hier jetzt nicht das mkdir-Kommando, was ihr vielleicht schon kennt, wenn ihr meine anderen Videos schon geschaut habt, sondern das Install-Kommando verwendet. Das Install-Kommando, das hat viele Vorteile, weil man dort auch direkt angeben kann, welche Permissions das neue Verzeichnis haben soll. Wir schauen jetzt erstmal, ob es dieses Verzeichnis auf unserem System vielleicht schon gibt. Dazu kopiere ich mir mal hier den Verzeichnisnamen und sage hier sudo ls-al, paste den hier rein, etc apt keyrings, Enter. Ja, den gäbe es hier sogar schon. Also, wir können es trotzdem nochmal anlegen, weil falls das Verzeichnis schon existiert, passiert hier überhaupt nichts. Wir können das einfach nochmal ausführen. Ich kopiere mir also den Befehl sudo install -d für Directory, -m für Mode und dann die Verzeichnismaske 0755 und der Name des Verzeichnisses, in dem Fall etc apt keyrings. Ich kann mir jetzt dieses Verzeichnis auch nochmal direkt angucken, indem ich ls-ald aufrufe mit dem Verzeichnisnamen, denn dann wird mir das Verzeichnis angezeigt. Wenn ich nur ls-al aufrufe, dann zeigt er mir den Inhalt des Verzeichnisses. Der ist im Moment noch leer. Im zweiten Schritt wird hier der Mozilla Signing Key, also die Pakete werden ja signiert mit GPG, und dieser Key, also der öffentliche Schlüssel von dem Signing Key von Mozilla, der muss importiert werden, damit unser System das auch vergleichen kann, ob das wirklich stimmt. Und da wird dieser lange Befehl hier verwendet. Den dröseln wir jetzt mal auf und schauen uns den im Detail an. Ich paste den erstmal hier rein. Also hier wird das Kommando wget verwendet. Wget müssen wir erstmal schauen, ob wir das überhaupt drauf haben. Wget. Ja, hätten wir drauf. Falls es nicht drauf ist, kannst du einfach sudo apt install wget ausführen. Wenn du da hinten noch minus yes angibst, dann führt das automatisch aus. Hier ist es natürlich schon drauf. Also wget minus q, quiet, da wird die Ausgabe unterdrückt. Und dann ist hier die URL, wo dieser Key liegt. Die können wir auch einfach mal öffnen. Ich kopiere mir die hier nochmal. Und öffne die mal im Browser. Dann lädt er den hier auch schon runter. Und würde ihn jetzt versuchen zu importieren mit Seahorse. Ich kann ihn mir aber auch hier im Download-Verzeichnis nochmal anschauen. Öffne mit und dann zum Beispiel hier Featherpad, das ist der Texteditor. Und hier seht ihr diesen Public Key. Den brauchen wir jetzt hier im Download-Verzeichnis nicht. Also der Befehl lautet also wget-q, er lädt also diese Datei runter. Und dann minus o, groß O, gibt eigentlich einen Output an. Also das heißt, kann ich jetzt einen anderen Namen angeben, wo diese Datei gespeichert werden soll. Oder auch einen Pfad mit Namen. Aber hier hinten dran ist nochmal ein Minus dran. Das heißt, die Ausgabe wird standardmäßig auf das sogenannte STD-Out, das Standard-Aus, also auf die Standardausgabe, weitergeleitet. Ich könnte jetzt auch mal diesen Befehl einfach nur ohne das aufrufen. Und sehe dann, hier wird mir der Key einfach auf der Standardausgabe, nämlich das ist meine Standardausgabe, mein Terminal, ausgegeben. Jetzt möchten wir diesen Key aber dann, wie hier beschrieben, das kopiere ich mir jetzt nochmal, installieren.
Und zwar macht er jetzt hier Folgendes. Er lädt diesen Key herunter und gibt ihn auf der Standardausgabe aus, piped ihn dann aber, also er übergibt ihn in ein anderes Programm, die Standardausgabe, und sagt dann hier sudo, also mit Rootrechten, das wird noch ohne Rootrechte ausgeführt und hier wird mit Rootrechten T ausgeführt. Mit T kann man Ausgaben umlenken in eine Datei zum Beispiel und dann, oder auch anhängen mit T-A, aber hier wird es in diese Datei geschrieben, etc apt keyrings, das Verzeichnis, was wir vorher erstellt haben, packages.mozilla.org.ask und die Ausgabe von dem Befehl wird nach def null umgeleitet, das heißt, ich sehe nichts. Ich kann das jetzt einfach ausführen und er zeigt mir einfach nichts an. Ich könnte das auch mal ohne das def null ausführen. Und dann wird der Key natürlich auch hier noch angezeigt. Und jetzt hat er eben in diesem Verzeichnis, da können wir jetzt nochmal reingucken, ls-al etc apt keyrings, hat jetzt diese Datei angelegt. Da ist eigentlich nichts anderes drin, aus dieser Datei, die wir jetzt hier heruntergeladen haben. Die ist jetzt hier auch nochmal drin. Das war jetzt der erste Schritt. Jetzt kann man hier im optionalen Teil hier nochmal diesen Fingerprint auch vergleichen. Das ist ein relativ komplexer Befehl. Im Endeffekt kann man sich aber den Fingerprint einfach ausgeben kann lassen und der entspricht dem, was hier gefordert wird. Hier im nächsten Schritt möchten wir jetzt das Repository, das eigentliche Repository, hinzufügen. Das schauen wir uns jetzt auch noch im Detail an. Dazu wird hier ein Echo ausgeführt. Echo kennen wir ja schon. Also mit Echo kann man einfach eine Ausgabe machen. Und das kann ich jetzt auch einfach mal einzeln ausführen, ohne das Pipe. Dann wird einfach hier das ausgegeben, was in den doppelten Anführungszeichen drinsteht. Das ist hier dep, also der Typ des Repositories, ist ja eine Repository-Datei, die er anlegen möchte. Und dann ist hier signed by und dann ist da der Key angegeben mit dem kompletten Pfad. Das heißt, hier weiß er dann genau, diese Pakete aus dem Repository wurden mit dem Key signiert und kann das auch überprüfen. Dann ist die URL von dem Repository angegeben, Mozilla und Main. Jetzt möchten wir das Ganze aber in einen Repository-File umleiten, so wie es hier auch beschrieben wird. Und das ist jetzt hier schon gemacht worden. Jetzt hat er hier nämlich an die Sources-List, die Mozilla-List, und hier verwendet er jetzt T-A, das darf man jetzt halt nicht häufiger ausführen, weil er hängt es dann jedes Mal hinten an, hängt er jetzt diese Zeile mit an. Ich kann das jetzt mal ausführen, cut. Und wenn ich das jetzt nochmal ausführen würde, weil sudo T-A drin steht, würde das jetzt zweimal daran stehen. Das wollen wir natürlich nicht. Das ändere ich jetzt wieder, indem ich da reingehe. Ich muss jetzt natürlich mit sudo da rein. Da habe ich keine Rechte. Lösche das. Jetzt haben wir es nur einmal drin. So, jetzt ist diese Repository-Definition schon drin. Jetzt möchten wir aber noch, dass die Pakete, die Firefox-Pakete, aus diesem Repository bevorzugt werden. Denn Debian bietet ja selber, oder dein Debian- oder Spacefun-System bietet ja selber auch Firefox an. Wir müssen also eine sogenannte Pin-Priority definieren. Das wird jetzt hier mit diesem langen Befehl gemacht. Hier sagt er einfach wieder ein Echo und das, also ich fülle also was, und gebe erstmal was aus und fülle wieder was in eine Datei, nämlich in die Datei etc-präferences.d Mozilla und zwar den Inhalt Package-Sternchen pin origin packages mozilla.org und gebe dem die Pin-Priority 1000. Damit sage ich, dass die Pakete aus diesem Repository immer bevorzugt werden sollen. Das habe ich jetzt hier ausgeführt. Und kann jetzt da apt-cache-policy-firefox noch anschauen. Da ist jetzt noch nicht installiert hier, weil das Paket unter Debian anders heißt. Und jetzt kann ich jetzt versuchen, das mal hier zu installieren. apt-update, apt-install-firefox. Wenn das hier aus dem Repository installiert worden ist, dann müsst ihr nachher noch gucken, dass das andere Paket, falls das gleich heißt auf dem Debian-System, ist es kein Problem, weil dann wird es einfach aktualisiert. Falls das Originalpaket zum Beispiel Firefox-ESR heißt, dann könnt ihr das natürlich dann auch deinstallieren. Sonst habt ihr nachher zwei Firefox-Versionen drauf. Jetzt machen wir nochmal apt-cache-policy-firefox. Und jetzt sehen wir hier, es wurde aus dem Mozilla-Repository installiert. Ich kann jetzt auch nochmal gucken, dpkg-l
Und dann kann ich hier hinten pipe, das gibt mir alle Debian-Pakete, die auf meinem System installiert sind, aus. Grep Firefox, dann schränke ich die Ausgabe auf Firefox ein und sehe hier, hier ist zum Beispiel Firefox und Firefox ESR jetzt drauf. Jetzt haben wir hier wahrscheinlich im Menü zwei Firefox-Versionen, ja, Firefox und Firefox ESR. Die ESR-Version könntet ihr jetzt natürlich versuchen zu deinstallieren. Da müsst ihr schauen, wenn das System da eine tiefe Abhängigkeit hat, dass er dann nicht andere Sachen mit weg entfernt. Bei einem Ubuntu-System könnt ihr auch noch Snap Remove Firefox machen, dann wird auch das Snap-Paket noch entfernt und ihr nutzt immer den offiziellen Firefox aus dem Repository. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbauen und berichtet mir in den Kommentaren, wie es euch gegangen ist. Falls ihr noch Fragen habt, besucht auch unsere Telegram-Community. Ich freue mich auf deinen Besuch. Bis bald und tschüss.